Elektrofahrzeuge sind aus dem Straßenbild von heute nicht mehr wegzudenken. Die Gründe für eine Anschaffung sind unterschiedlich. Für den einen ist es die Umwelt, für den anderen sind es steuerliche Vorteile oder der Fahrspaß. Die Salzburger AG als innovativer Energieanbieter hat schon frühzeitig auf die flächendeckende Versorgung mit Ladepunkten im Bundesland gesetzt. Die Produktpalette reicht von öffentlichen Ladepunkten über Ladelösungen für Privat- und Gewerbekunden bis hin zu Ladelösungen für Wohnbauträger und Parkgaragen. Die Salzburger AG betreibt im Bundesland Salzburg rund 250 öffentliche Ladepunkte. Den Großteil im Flachgau, der Stadt Salzburg und dem Pongau. 30 Ladepunkte sind sogenannte Schnellladepunkte mit 50 bis 150 kW Leistung. 216 Ladepunkte sind mit bis zu 22 kW ausgestattet. Aus den Steckern fließt natürlich grüner Strom, also aus erneuerbarer Energie, wie zum Beispiel Wasserkraft. Also prinzipiell ist es so, dass die Ladestationen an stark frequentierten Orten aufgestellt werden oder an wichtigen Verkehrsknotenpunkten, einfach auch wo viel Durchlaufverkehr ist und teilweise aber auch mit Partnern, wo schon die entsprechenden Parkplätze vorhanden sind. Mit wie viel Leistung bzw. wie schnell tatsächlich geladen werden kann, hängt aber nicht nur von der bereitgestellten Leistung des Ladepunktes ab. Auch die verbaute Ladetechnik des Fahrzeuges spielt dabei eine gravierende Rolle. Aktuelle Modelle können auf Wechselstrombasis mittels AC-Stecker bis zu 22 kW Ladeleistung aufnehmen. Auf Gleichstrombasis, also DC-Stecker, kann mit 50 bis 150 kW Leistung geladen werden. Um den Ladevorgang zu starten, bietet die Salzburger AG drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl an. Prinzipiell haben wir mal die kostenlose Stromladen-App. Die kann man sich runterladen, man tut sie dann einmalig registrieren und hinterlegt dann die Bankdaten und kann dann den jeweiligen Ladepunkt einfach vor Ort freischalten. Und die Abrechnung ist dann einmal monatlich, kriegt man PDF zugeschickt und es wird dann automatisch abgebucht. Da hat man dann einmal alle Ladevorgänge im Blick und kann sich eben die freien Stationen einsehen, sowie auch die Preise natürlich. Ein anderes Medium zum Authentifizieren von den Ladevorgängen ist die E-Auto-Ladekarte. Die kann man auf der Homepage beantragen. Eine dritte Möglichkeit für Einmalbezahlung ist das Direct Payment. Wenn man zum Beispiel nur auf Durchreise ist oder eben das nur einmalig braucht, dann kann man sich über einen QR-Code den Ladevorgang vorab einkaufen und es wird dann über die Kreditkarte abgerechnet. Auch in den Unternehmen setzt sich der grüne Gedanke immer mehr durch. So wird der bestehende Fuhrpark zum Beispiel erweitert oder ganz durch Elektroautos ersetzt. Wenn es dann um die Errichtung von den Ladepunkten im Unternehmen geht, ist die Salzburger AG ein Full-Service-Anbieter. Also für Gewerbekunden bieten wir unterschiedliche Lösungen an. Also das können Einzellösungen sein, das kann unter anderem auch eine Fuhrparklösung sein. Im ersten Schritt ist einmal der Bestand zu erheben, was will der Kunde. Das heißt, es findet ein Vororttermin statt, wo die Gegebenheiten abgeklärt werden. Und wenn man das dann weiß, dann wird der nächste Schritt gemacht. Also das heißt, wir gehen dann in die Planung und gemeinsam mit dem Kunden. Und aufgrund dessen wird dann dementsprechend die richtige Lösung auch angeboten. Wie immer und überall ist Planung das A und O. Daher macht es sich auf jeden Fall bezahlt, die Experten der Salzburger AG schon in der Planungsphase mit einzubeziehen. So wird sichergestellt, dass es hinterher keine bösen Überraschungen gibt, zum Beispiel eine zu geringe Stromkapazität. Es ist ganz wichtig, dass wir bereits in der Planungsphase eingebunden sind, weil man dadurch die Kosten reduzieren kann. Das heißt, man muss die Zuleitung auch dementsprechend dimensionieren, da man im späteren Zeitpunkt dann auch die erforderliche Leistung an die Ladestationen übergeben kann. Als Full-Service-Anbieter bei der Errichtung von Ladepunkten kommt bei der Salzburger AG alles aus einer Hand. Das beinhaltet die Planung, die Grabungsarbeiten durch Subunternehmer, die Errichtung und Abnahme der Ladepunkte durch Fachpersonal der Salzburger AG und schlussendlich auch die Abrechnung sämtlicher Ladungen der Fahrzeuge. Ein besonderer Service für Fuhrparklösungen sind Ladepunkte bei den Mitarbeitern zu Hause.
Dadurch können die Elektroautos auch außerhalb der Arbeitszeiten geladen werden und sind somit stets einsatzbereit. Die Abrechnung erfolgt über die Firma. Ganz ein wichtiger Punkt, weil das Thema zu Hause laden war natürlich eine Herausforderung für uns. Wir haben auch dafür dann eine Lösung gefunden. Also das heißt, wir installieren zu Hause beim Mitarbeiter eine intelligente Wallbox, also die mit unserem Backend-System kommunizieren kann. Wir übermitteln der Firma die Daten des verbrauchten Stroms und die Kosten für den Strom werden dann dem Mitarbeiter über seinen Gehalt dann wieder rückverrechnet. Großer Vorteil für den Mitarbeiter ist eben dieser, dass eben der Stromverbrauch von seinem Haus und vom Auto getrennt ist. Auch für Privatkunden hält die Salzburg AG in puncto Ladelösungen einiges im Petto. So kann zwischen zwei verschiedenen Angebotsvarianten gewählt werden. Wir bieten grundsätzlich zwei verschiedene Ladelösungen an für den Privatkunden. Das ist einerseits die Wallbox Komfort und andererseits die Wallbox Plus. Wir empfehlen die zweite Variante, weil man da gleich die wesentlichen Leistungen mit abgedeckt hat, wie zum Beispiel eben die Planung beim Kunden, den Bestandscheck, einen Vorortservice, die Montage und Inbetriebnahme. Und man hat dann als Bonus auch noch 7500 Freikilometer. Bestandscheck ist ein gutes Stichwort. Denn nur die wenigsten wissen wirklich genau, ob so eine Wallbox auch ohne Probleme montiert werden kann. Ist der Bestandscheck inkludiert, kommt der Experte der Salzburg AG zu Ihnen nach Hause. Also der Berater von der Salzburg AG kommt zum Kunden vor Ort und schaut sich da die Gegebenheiten an und ob da gegraben werden muss zum Beispiel oder wo die Stromzuleitung ist und was alles dafür braucht und macht dann eben ein Angebot für den Kunden. Für einen eigenen Ladepunkt der Salzburg AG benötigt man nicht zwingend ein Einfamilienhaus. Eine Lösung gibt es auch für Mehrparteienhäuser. Der Umstand, dass man derzeit sowohl für eine Einzel- als auch für eine Gesamtlösung eine Mehrheit der Eigentümer benötigt, soll in naher Zukunft per Gesetz geregelt werden. Die sogenannte Right-to-Plug-Regelung. Also wir bieten die Ladelösungen auch im Mehrparteienhaus an. Das funktioniert dann so, dass eben der jeweilige Stellplatznutzer dann die Wallbox bestellt und wir beraten dann den Kunden und errichten dort die Ladestation und durch den eigenen Zähler wird es dann separat nur für den Kunden abgerechnet. Was bisher immer die größte Hürde war, war eben die Einstimmigkeit im Wohnrecht. Das sollte aber demnächst mit dem sogenannten Right to Plug fallen. Das heißt, man benötigt dann bestenfalls nicht mehr die Einstimmigkeit, womit dann der Zugang zu Elektromobilität in Garagen erleichtert wird. Also man bekommt für die eigene Wallbox in der Tiefgarage eine sogenannte E-Auto-Keycard. Mit der kann man dann die eigene Ladestation freischalten und somit kann er verhindert werden, dass kein anderer an der Ladestation lädt. Ein besonderer Service der Salzburg AG ist das Wohnbauträgermodell. Nach aktuellem Stand sollten rund 30% der geplanten Stellplätze elektrifiziert werden. Durch Einbindung der Salzburg AG schon in der Planungsphase ergeben sich für den Bauträger enorme Vorteile. So etwa entfallen die Netzbereitstellungskosten. Auch ist gewährleistet, dass schon im Vorfeld für die ausreichende Dimensionierung der Stromzufuhr gesorgt wird. Im Bereich Wohnbau haben wir eine spezielle Lösung praktisch konzipiert. Wir sagen dazu, das ist das Bauträgermodell oder auch Ladelösungen für Tiefgaragenbetreiber. Wir bieten dort einen Full-Service an, also das heißt, wir begleiten den Bauträger oder den Tiefgaragenbetreiber von Anfang an. Also das heißt, wichtig ist, dass wir bereits in der Planungsphase mit eingebunden werden. Wir planen schon für die Zukunft, also wir gehen davon aus, dass im Endausbau jeder die Möglichkeit hat, sein E-Fahrzeug laden zu können. Werden mehrere Ladepunkte simultan betrieben, sorgt ein Lastmanagement für eine kontinuierliche Netzstabilität bei mannigfachen Ladevorgängen. Dynamisches Lastmanagement, das kann man sich so vorstellen, also wenn man jetzt 10 Autos gleichzeitig laden will und man hat ja nur eine gewisse Ladekapazität zur Verfügung, Beispiel 40 kW. Wenn 10 Fahrzeuge gleichzeitig laden, dann würden für jedes Fahrzeug 4 kW zur Verfügung stehen. In der Praxis ist es ja dann auch so, dass nicht jedes Fahrzeug gleich leer oder gleich voll ist.
Und das heißt also, wenn jetzt bei 10 Fahrzeugen, die gleichzeitig laden, 2 fertig sind, bekommen die anderen 8 eine höhere Ladeleistung zur Verfügung gestellt. Als Fazit kann gesagt werden, dass es in Zukunft immer notwendiger werden wird, genügend Parkplätze zu elektrifizieren. Speziell Firmen werden bei ihrer Standardwahl darauf Wert legen. Benötigen auch Sie Informationen zu Ladelösungen? Dann erhalten Sie diese bei der Serviceline der Salzburg AG unter 0800 660 660 oder auf salzburg-ag.at/e-mobilität.